schön. Guten Morgen zusammen. Okay, sind ein paar Leute da. Guten Morgen zusammen. Ah, danke, danke schön. Danke schön, danke schön. Halleluja, Gott ist gut. Wer möchte Erweckung? Okay, also die Woche, jeden Abend wird Gebet sein ab 7. Und am Sonntag um 5 Uhr morgens treffen wir uns vor dem Gottesdienst. Ja, wenn ihr Erweckung wollt, glaubt ihr, es kommt einfach so vom Himmel? Gott, eine schöne Erweckung. Ich habe Erweckung studiert und jede Erweckung fängt an mit Gebet. Ohne Gebet ist keine Erweckung. In Argentinien, die Erweckung hat angefangen, weil Kinder gebetet haben gegen eine Wand. Sie haben so viel geweint, dass Wasser auf dem Boden war. In Toronto, wenn diese Ausgießung angefangen hat, hat Gott zu IHOP gesprochen, die Leute von IHOP, dass sie beten sollen für Erweckung. 10 Jahre lang haben sie gebetet für Erweckung. Im Pastor von Toronto haben sie gesagt, ich will jede von deinen Morgen. Er hat gesagt, Gott, ich habe Gemeinde mit 500 Leuten, was soll ich, ich kann doch nicht jeden Morgen veropfern. Es ist ein Opfer, aber es ist ein guter Opfer. Amen. Weil was zurückkommt, ist super. Wisst ihr, viele Leute wollen Erweckung. Aber was tun wir dafür? Alle sagen, ja, wir wollen Erweckung. Knopf drückt, tüt, tak, tuk, bam. Ja, ist nicht so. Weil während wir beten, werden wir auch verändert. Dass wir die kommende Erweckung, Ausgießung des Heiligen Geistes und Reformation, wie kommt, auch tragen können. Weil es ist eine Sache, Erweckung zu haben. Aber ich glaube, die Erweckung, wie kommt, die Ausgießung des Geistes, wie kommt, und die Reformation, wie kommt, wird die letzte sein. Und die wird nicht aufhören, wie viele Erweckungen aufgehört haben. Ich habe auch studiert, warum Erweckungen aufgehört haben. Und es gibt mehrere Gründe. Ich gebe euch kurz 2 Punkte. Ein Punkt, warum die Erweckung aufgehört hat, weil die Leute nicht mehr gebetet haben wie früher. Der zweite Punkt, sie haben die Liebe zu den Verlorenen vergessen. Nicht mehr so gehabt. Und manchmal, und da ist das Thema heute Morgen, wo Menschen sind, Menschels. Tja. Das ist so, wo Menschen sind, Menschen. Das Thema heute Morgen ist Beziehung. Und kurz vor, dass ich anfange, ich kann leider nicht so viel predigen über Beziehung. Ich habe viel zu sagen darüber, also über dieses Thema. Aber da gibt es MP3, für die wir Interesse haben, über Beziehung. Und zusätzlich ist auf diese MP3 Einschüchterung widerstehen. Okay. Und dann mein letztes Buch, ganz frisch vom Druck, Flüche brechen. Okay, so jeder Christ, interessant, wenn wir nur unter Flüche stehen oder wir können beten für andere Leute, wie vielleicht darunter stehen können und wir können die Sache auch besser verstehen. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass du dich allein verherrlichst. Ich bete, Vater, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir offene Herzen haben, dass du zu uns sprichst, Vater, dass dein Geist wirkt heute Morgen, dass unser Leben verändert wird, dass dein Wort vom Thron kommt, Vater. Und du sagst, dein Wort kommt nicht leer zurück, ohne auszuführen, wofür du es gesendet hast. Und ich danke dir dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. In Frankreich hat man einen Vogel als Emblem, das ist der Hahn. Der Hahn, wisst ihr was? Wisst ihr, warum wir den Hahn haben? Weil es der einzige Vogel, wie singen kann, obwohl er hatte Scheiße bis über die Knie. Und manchmal denke ich in der Gemeinde, wir singen alles, obwohl es geht schlecht. Aber wir merken es noch nicht. Es ist uns nicht bewusst, die schlechte Zeit, in welcher das wir leben. Weil wenn uns das bewusst wäre, glaubt mir, der Gebetsraum wird nicht reichen. Ich war heute Morgen im Gebetsraum, waren 4, 5 Leute. Der Gebetsraum wird nicht reichen. Wenn uns bewusst wäre, wo wir sind momentan, in welcher Uhrzeit auf der Uhr von Gott wir sind. Ich glaube, es wird uns auf die Knie zwingen. Wirklich, wenn uns das bewusst wäre. Und ich spreche für mich auch. Ich bin im Begriffe. Und ich glaube echt, die Gemeinde, Gott wird nochmal erschüttern, die Gemeinde, dass wir erkennen, in welcher Zeit das wir sind. Weil es sind schlimme Zeiten und es wird nur schlimmer.
aber wir können jetzt uns schon vorbereiten. Und manche Sachen können wir sogar hindern als Gemeinde, weil die Gemeinde ist die Autorität, wie Gott gesetzt hat hier. Die Gemeinde ist die Regierung Gottes auf Erde. Und die Gemeinde ist die Ekklesia, ausgerufen aus. Und dieses Wort war ein griechisches Wort, wie benutzt worden ist, zum Beispiel bei den Griechen, wo die Leute sich getroffen haben und dann gewählt haben, die Gesetze und so weiter und so weiter. Sie haben eine Autorität gehabt und wir haben Autorität auf dieser Erde. Aber Autorität nutzt nur, wenn wir sie auch nutzen. Weil es ist gut, ja, wir haben Autorität, Halleluja. Wenn der Polizist auf der Straße ist und er steht 60 und du fährst 100 vorbei und er schaut dazu, er hat Autorität, aber er benutzt sie nicht. Er muss etwas tun. Und wir sollten auch etwas tun, um Sachen zu ändern. Wir sollen uns nicht beklagen, wenn Sachen da sind, wie wir verändern können und wir machen nichts dafür oder dagegen. Weil das ist der Auftrag von der Gemeinde. Wir haben Autorität. Und dieser Auftrag muss man nehmen. Entschuldigung, ich gehe in eine andere Botschaft, wie ich geplant habe. Also, ich glaube, jemand hat sich anders entschieden. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, welche Autorität das wir haben als Gemeinde. Autorität, was ist Autorität? Gute Frage, danke. Autorität ist das Recht, für uns Christen Autorität ist das Recht, die Kraft Gottes zu benutzen. Wow, oder die Macht Gottes zu benutzen. Und alle Macht ist ihm gegeben. Und er sendet uns aus. Und wir haben, wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Wow, das ist total stark. Wenn ich Jesus schaue, die Leute wollten ihn umbringen, alles. Sie haben ihn gar nicht packen können. Wisst ihr, am Fels da, sie wollten ihn runterschmeißen. Sie könnten nichts machen. Dann, aber wenn die Zeit da war, dann ja. Und das ist super für uns. Verfolgung wird kommen, aber sie können uns nichts machen, wenn unsere Zeit nicht geplant ist. Wow, weil wir sind in Gottes Hand. Und wenn die Zeit geplant ist, wird er uns Kraft geben, alles werde so verändert sein, dass wir wie Stephanus sein werden. Sie werden uns vielleicht steinigen. Als Beispiel, wie Stephanus ist gesteinigt worden. Und was macht er? Herr, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Er war so, sein Herz war so verändert, dass er wie Jesus war. Und dieselbe Reaktion. Also so weit bin ich noch nicht. Aber ich bin auf dem Weg. 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 Und ich habe mal eine Geschichte gehört von Leuten in Afrika. Zwei Missionare, ältere Ehepaar, die sind Leute haben sie geraubt, geschlagen, alles Mögliche. Sie waren beide bewusstlos auf dem Boden. Der Erste, was sie gesagt haben, wenn sie aufgewacht sind: Herr, vergib ihnen. Boah. Ja, boah. Und das war nicht überlegen, ja, als Christ, ich muss ja überlegen, der Pastor hat das gesagt vor zwei Wochen, ich habe eine Lehre gehört über Überlegen, über Vergebung. Jetzt muss ich, also ich bin ja Christ, ja, ich muss ja vergeben. Okay, ich vergib. Es ist automatisch. Es ist so eine Veränderung, dass unser Herz so verändert ist. Es geht nicht um Kopf, es geht um das Herz. Das Herz ist so verändert, dass die Leute so reagiert haben. Ich gehe trotzdem in mein Thema, weil ich habe gebetet. Freitag habe ich das gekriegt und heute Morgen auch. Dann denke ich, aber das war nur der, wie sagt man, in Frankreich hat man, wenn man essen geht, sieben Gänge. Das war der erste Gang. Jetzt kommt der nächste Gang. Genau, Aperitif, genau. Dankeschön, Dankeschön. Vous êtes français? Ah, c'est bien, bon vivant. Versteht ihr, was es bedeutet? Er lebt gern, so wie Gott in Frankreich. Ja, das Weiße Land ist sowieso das Elsass, wisst ihr ja. Doch, ist das Land, wo Bier und Sauerkraut fließt. Die Schwaben sagen nein, nein. Und in München auch nein, 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 nein. Okay, ich möchte über Beziehung sprechen. Ich habe mit jemandem gesprochen vor, ja, aber fast schon jetzt ein Jahr, die Zeit geht schneller rum, Mann, oh Mann. Vor einem Jahr hat er mal gesagt, Thierry, weißt du, Gott hat mich mal gefragt, welcher der wichtigste Wert ist im Himmel? Und dann war ich schon interessant. Er sagt, ja, was hat dir Gott gesagt? Er hat gesagt, es ist Beziehung. Boah, Beziehung. Wow.
Ich bin Einzelkind. Also meine Eltern haben gesagt, so ein schönes Kind kann man nicht mehr machen. Wir hören jetzt auf. Ich bin Einzelkind und als Einzelkind bist du gewohnt, allein zu sein und bist auf dich selber bezogen und so weiter und so weiter. Und dann, ich war immer tack, vorangehen und so weiter. Ich war immer so allein und so. Und auch im Dienst und so weiter, immer vorangehen, allein und so weiter. Und einmal dieser Apostel kam, hat mir ein Wort gesagt, hat gesagt, Thierry, du wirst sehen in die Zukunft, wie wichtig Beziehungen sind. Von was spricht er denn? Beziehung mit Gott, ja, aber Menschen braucht man ja nicht so und so. Und habe ich gemerkt, wie wichtig es ist. Es ist total wichtig. Weil Gott ist ein Gott der Beziehung und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Beziehung ist ganz wichtig, auch untereinander. Unsere Beziehung mit Gott wird auch die Beziehung zwischen Mitmenschen beeinflussen, zwischen uns. Beziehung ist so, so wichtig. Gott hat uns nach seinem Bild gemacht und die Bibel sagt, dass nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Anführungszeichen, das bedeutet auch, dass nicht gut ist, dass Gott allein ist. Oh oh. Hat Gott ein Bedürfnis? Ja und nein. Ja ist falsch, aber nicht ganz. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und Liebe muss weitergegeben werden. Deswegen hat er jemanden geschaffen, also mich besonders, wo er die Liebe mitteilen kann zu mir. Er hat uns geschaffen, damit er die Liebe mit uns mitteilen kann. Gott will Beziehung. Und Beziehung ist immer Herz von Herz. Die Beziehung. Deswegen das Herz ist das Wichtigste. Bewahre dein Herz mehr als alles andere, weil dein Herz ist das Wichtigste. Bewahre dein Herz mehr als alles andere. Und echte Beziehung ist immer von Herz zu Herz. Aber manchmal sind wir so verletzt, dass wir uns schließen, dass wir Mauer aufbauen. Manchmal sind man enttäuscht. Und manchmal tut man Schwüre sagen in seinem Herzen, ich öffne mein Herz nicht mehr, ich vertraue nicht mehr die Pastoren, alle die gleiche oder was weiß ich, oder die Christen, ah, das ist so schlimm, ich gehe nicht mehr in Gemeinde und so weiter und so weiter. Aber Gott hat die Gemeinde gebaut und ein Ziel von der Gemeinde ist, dass wir wachsen in der Liebe. Aber wie wächst man in der Liebe? Durch Schwester Schleifpapier und Bruder Hammer. Die schleifen uns. Oh. Oh. Schon wieder der da. Oh. Der hat mich letztes Mal so verletzt. Ich werde sehen, wo er sitzt, und dann setze ich mich an der andere Ecke. Ja, so sind wir Menschen. Aber ist ein Prozess zu lernen. Über das zu stehen und zum anderen zu gehen, um mit ihm zu reden. Und in Beziehungen sind Konflikte da. Und ich werde ein bisschen sprechen darüber, über Konfliktlösungen und wie man mit Konflikten umgeht, weil das ist wichtig. Gott weiß, wo Menschen sind, Menschen. Ist also. Es ist interessant, ich kannte einen Pastor, der war sehr weise. War eine Pastorkonferenz in Korea. Und dann hat Junki schon gesagt, ja, sagt zu Gott, wie viele Leute, dass ihr wollt in eurer Gemeinde. Und da waren die Heldenpastoren, 10.000 Leute, ich will 5.000 Leute in meiner Gemeinde. Und er war sehr weise. Er hat gesagt, Gott, gib mir so viel, wie ich ertragen kann. Das war Weisheit. Das ist Weisheit. Ertragt euch einander. Ja, jeder ist anders. Und wir sind alle auf dem Weg. Und wir sollen uns ertragen. Ist nicht immer einfach, he? Oder? Bei euch ist es einfach. Okay. Beziehungen ist sein Leben zu teilen mit einer oder mit mehreren Personen. Und Christentum, wenn wir uns zusammentreffen, ist das Ziel, das Leben Jesus miteinander zu teilen. Weil Christus ist in jeder von uns. Und von uns, Entschuldigung. Und das Ziel ist, das Leben zu teilen. Das Leben von Christus. Jeder Einzelne von Herz zu Herz. Aber das ist ein geistliches Leben. Seine Worte sind Geist und Leben. Und wenn wir
mit Jesus leben. Manchmal merke ich, spreche zu Leuten und auf einmal sehe ich, sie werden ganz rot oder sauer oder irgendwas. Ja, was ist jetzt los? Ich habe gar nicht gemerkt. Ist Jesus wie durch mich oder durch dich gesprochen hat? Ganz einfach. Du weißt gar nicht manchmal, was du sagst und warum dass du das sagst. Das ist oft, wenn ich predige. Ich höre mir manchmal zu, wenn ich predige, sage, boah, das war aber jetzt Weisheit. Aber es war nicht von mir, es war der Heilige Geist. Versteht ihr, wie ich meine? Wir können nicht die Ehre nehmen. Es gehört ihm allein. Weil was hast du, was du nicht bekommen hast? Und dann Beziehungen. Jeder muss es wollen. Und dann gibt es verschiedene Stufen von Beziehungen. Zum Beispiel mit Frau oder Mann, mit deiner Familie, also mit deinem Ehepartner hast du eine andere Beziehung wie mit anderen Leuten. Es gibt verschiedene Stufen. Dann gibt es die Familie, dann gibt es die Gemeinde zum Beispiel, dann gibt es verschiedene Autorität, dann gibt es auch Feinde, die gibt es auch. Und Beziehung, man braucht Verständnis in einer Beziehung. In einer Beziehung braucht man Verständnis. Braucht man Ehre und Respekt. Das sind Grundlage, wichtige Grundlage für eine Beziehung. Dann braucht man Vertrauen. Vertrauen ist ganz wichtig. Und Vertrauen braucht Zeit, manchmal, um aufgebaut zu werden. Ich vertraue nicht jeder so. Leute haben schöne Worte. Ich habe mit einem Autoverkäufer gesprochen. Ja, dies und zähl, ich bin seit 36 Jahren im Geschäft oder was weiß ich und dies und zähl und ja, bin ehrlich und so und dies und zähl. Hey, wissen Sie, eure Worte interessieren mich nicht, eure Taten interessieren mich. Leute können schwätzen. Ist nicht, was die Leute sagen, wichtig ist, ist, was sie leben. Und bei Gott ist auch so. Und da ist das jüdische Denken. Ist nicht, was du sagst, ist, was du tust. Wir wollen sehen, ob was du sagst in Einklang ist mit unserem Tun. Okay, dann Liebe, Vertrauen habe ich schon gesagt. Und eine ganz wichtige Sache in einer Beziehung ist ein Verständnis. Und das ist prozessweit, wie ein Prozess ist mit verschiedenen Stufen. Und dieses Ziel ist, der andere zu kennen und gekannt zu sein vom anderen in Beziehung. Okay, das ist ganz wichtig in der Gemeinde. Sie waren ein Geist, ein Leib, eine Seele. Wow, sie haben tiefe Beziehungen gehabt, echte Beziehungen, Herz-zu-Herz-Beziehungen. Das bedeutet, du zeigst seine Fehler auch. Du zeigst, wie du bist, ganz. Und der andere, er muss lernen, dich zu lieben, wie du bist. Das ist nicht immer einfach. Ich müsste lernen, mich zu lieben, wirklich. Aber jetzt liebe ich mich. Und ich kann nicht verstehen, dass die Leute mich nicht lieben. Aber ich musste lernen, mich zu lieben, weil ich lebe seit langem mit mir selbst. Und ich kenne mich. Ich kenne die gute Sache, aber ich kenne auch meine schlechte Sache. Ich kenne auch meine Schwäche und meine Stärke. Und ich habe gelernt, mich zu lieben. Wie habe ich das gelernt? Ganz einfach durch seine Liebe. Weil er liebt mich, wie ich bin. Nicht, wie ich sein möchte, nicht, wie ich glaube, dass ich bin. Wie ich wirklich bin, liebt er mich. Und diese Liebe hat mich geheilt. Diese Liebe hat mich wiederhergestellt. Diese Liebe hat gemacht, dass ich Friede begonnen habe mit mir selbst. Und das ist ganz wichtig, weil du kannst nur der andere lieben, in dem Maße, dass du dich selber liebst. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt liebe ich mich. Ich kann nicht verstehen, dass ich mich nicht früher geliebt habe. Aber die Liebe ist nicht abhängig, wie wir sind oder nicht sind. Gott ist Liebe. Gott liebte mich, als ich noch Sünder war. Und ich war ein praktizierender Sünder. Ich habe die Sünde wirklich praktiziert. Für die, die mich kennen, ich war Zuhälter, Drogenhändler, ich war mehrmals im Gefängnis, alles Mögliche. Aber Gott liebte mich. Er liebte nicht, was ich tat, er liebte mich als Person. Und da sollen wir lernen, zu trennen zwischen der Tat und wir als Person. Weil das Problem ist, dass der Teufel, er versucht immer, dass wir uns identifizieren mit der Sünde. Zum Beispiel, das ist ein Alkoholiker. Nein, ist kein Alkoholiker, ist eine Person, die Alkohol trinkt und vielleicht zu viel. Und der Teufel versucht uns immer zu identifizieren. Und wenn wir das glauben und uns identifizieren mit dem, werden wir in das, was wir glauben. Weil was der Mensch glaubt, was der Mensch denkt in seinem Herzen oder glaubt in seinem Herzen, das wird er. Und deswegen möchte Gott, dass wir uns identifizieren mit Christus. Und umso mehr, dass wir uns identifizieren mit ihm, umso mehr werden wir verwandelt in ihm.
so wie er sich identifiziert hat mit uns am Kreuz, er wurde zur Sünde, sollen wir uns mit ihm identifizieren. Wir sind mit ihm begraben und wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm auch auferstanden und wir sitzen mit ihm. Amen. Halleluja. Das wird unser Leben verändern, dieses Verständnis, wie uns Gott sieht. Dass wir lernen, uns selber zu sehen, wie Gott uns sieht. Also ich bin perfekt. Ja, jetzt schaut ihr. Ja. Meine Frau glaubt es noch nicht ganz, aber sie müssen doch lernen. Nein, wir sind perfekt. Gegenüber das Gesetz sind wir perfekt. Nicht, weil wir das Gesetz halten, aber weil er es gehalten hat für uns und hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Deswegen bin ich perfekt vor Gott und vor dem Gesetz. Er sieht mich durch das Blut Jesus. Wow. Wunderbar. Gewaschen durch das Blut. Wisst ihr, manchmal höre ich Leute, ja, man muss sich unter das Blut Jesus stellen und so weiter. Du brauchst dich nicht zu stellen. Du bist schon unter das Blut Jesus. Ei. Warum sage ich das? Wisst ihr, manche Leute lehren, weil sie was gelesen haben und vielleicht mit dem Kopf verstanden haben oder was weiß ich für Käse. Aber ich lehre gerne aus Offenbarung. Und einmal bin ich in den dritten Himmel gegangen. Eins, zwei, drei, dritter Himmel. Und ich kann mich erinnern, ich bin im Geist durch den zweiten Himmel gegangen. Und wenn ich durch den zweiten Himmel gegangen bin, habe ich gesehen, Dämonen waren da und Mächte der Finsternis. Aber ich bin einfach durchgegangen. Warum? Weil ich habe gesehen, vor mir war das Blut Jesus. Und sie könnte nicht etwas machen, wenn das Blut, ich kann da alles nicht erklären. Ich erkläre euch gerade, was ich gesehen habe und erlebt habe. Erklären kann ich nicht so, es sind geistige Sachen. Und dann habe ich das Blut gesehen vor mir und schuck, bin einfach da durchgegangen. Sie könnte mir nichts antun. Und seitdem weiß ich, ich bin unter das Blut Jesus. Steht ihr, weil diese Lehre, wie manchmal besteht, du musst dich unter das Blut Jesus stellen, sind oft Lehre, die nicht im Glaube gegründet sind, aber in Angst. Weil die Leute Angst haben, sagen sie, oh, du musst nicht unter dem Blut Jesus stellen. Aber wenn du weißt, wer du bist in Christus, wenn du deine Autorität kennst, wenn du weißt, dass du unter das Blut bist, bist du locker vom Hocker. Bist cool, Raoul. Hast kein Problem, hast keine Angst. Oh, da ist ein Dämon. Leute, ich mache oft, früher habe ich ganz viel Befreiung gemacht, ich mache immer noch Befreiung. Leute haben gesagt, ja, hast du keine Angst um dich und so. Von was habe ich Angst? Ich bin nach Algerien gegangen. Leute haben gesagt, oh, da ist gefährlich. Da, sie werden den Kopf abhauen und so weiter und so weiter. Hast du keine Angst? Ich habe gesagt, nein, der Teufel hat Angst. Oh, oh, jetzt können Leute denken, der ist aber stolz. Nein, ich bin nicht stolz. Ich bin demütig. Was? Dann sagt er nur, er ist demütig, ja, weil ich im Einklang bin mit Gott. Und ich weiß, wer ich bin in Christus. Und Leute, die glauben, dass sie stolz sind, ich bin nicht stolz, vielleicht andere Bereiche, aber jetzt gerade nicht. Aber ihr seid unwissend. Ihr wisst nicht, wer ihr seid in Christus. Wenn wir wissen, wer wir sind in Christus, hat der Teufel Angst vor uns. Glaubt mir, er hat Angst, weil alle Autorität, er hat uns Autorität gegeben, er hat uns Macht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treffen und über die ganze Macht der Finsternis, alle Macht der Finsternis. Nichts kann uns antun. Wow, das ist das Wort Gottes, Mann. Steh da drauf, hör auf, die Lüge zu glauben vom Teufel. Der Teufel wird das und zehn und jenes machen, er kann mir überhaupt nichts machen. Ich kann zu Satanisten gehen, da sitzen, sie können machen, was sie wollen, Flüche, alles Mögliche, nichts wird mich treffen. Keine Waffe, wie gegen mich geschmiedet ist, wird gelingen. Und keine Zunge, wie sich gegen mich erhebt, wird schuldig gesprochen sein. Ich muss keine Angst haben. Weil ich habe mal eine Satanistin gehabt. Sie hat sich bekehrt. Ich wusste, sie ist eine Satanistin. Sie hat sich bekehrt. Weil der, wie in mir ist, Halleluja, ist größer als der Kleine in dieser Welt. Amen. Wir müssen aufwachen. Amen. Müsst ihr keine Angst haben. Wenn wir wissen, wer wir sind, hat der Teufel Angst. Glaub mir, die Dämonen zittern. Die haben Angst. Wenn sie wissen, wir kommen irgendwo hin. Ah, ah. Ich habe schon Leute gesehen. Ich kann mich erinnern, ich war mal im McDonald's, habe angefangen, mit einer Frau zu sprechen. Die ist aufgestanden, die ist rausgerannt. Die Dämonen haben Angst gekriegt. Sie haben sich manifestiert im McDonald's. Ja, Gott ist nicht nur in der Gemeinde.
Er ist überall, wo du bist. Halleluja. Weil er lebt in dir und in mir. Wir sollen ihn leben lassen aus uns. Zack. Ja, Befreiung. Auf der Straße. Nizza. Pastor hat mich eingeladen, Evangelisation zu machen auf der Straße. Promenade des Anglais. Ganz edle Sache in Nizza. Habe eine Frau evangelisiert, hat sie mir gesagt, ja, sie war im Okkulte und so weiter. Sage ich, okay, sie müssen Buße tun und so weiter. Also, cool, ich mache kurz. Ne? Jesus angenommen, kann ich für sie beten? Ja, habe die Hände aufgelegt, hat sie angefangen zu brechen und so weiter. Der Kopf in eine Tüte, Shakalabasaka. Raus in Jesu Namen. Okay, Tüte genommen, in der Mülleimer fertig. Mit auf der Straße ist normales Christentum. Das, oder? Ist normales Christentum, oder? Ja? Ein bisschen. Das ist ganz normal. Das ist normal. Für Jünger, Jesus. Sind wir Jünger, Jesus? Der Jünger macht, wie der Herr macht. Und deswegen braucht man Training, braucht man Schule. Braucht man eine Jüngerschaftsschule, wo man trainiert wird, Dämonen auszutreiben. Kranke zu heilen, geht hin. Heil die Kranke, treib Dämonen aus. Ganz normales christliches Leben. Zack, in die Straße, bei der Arbeit, egal wie. Ich habe ich müsste ins Krankenhaus gehen. Sie müsste eine Koloskopie machen, um zu sehen, ob ich Polypen noch habe. Habe sie ein paar gefunden, habe sie abgeschnitten und Labor geschickt und so weiter, um zu sehen, ob ich Krebs habe. Aber das habe ich nicht, das gehört nicht zu mir. Das ist Fremdkörper, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, ich nehme das nicht an, in Jesu Namen. Und dann in dem Taxi fange ich an, mit der Frau zu sprechen und so weiter. Ganz normal und ohne, ja, ich bin gewaschen durch das Blut des Lammes. Nein, nein, kein ganz normal Gespräch, nicht die Kanaansprache, wo niemand versteht, wo die Leute Angst kriegen, wenn wir anfangen als Christen. Ich war mal mit zwei Christen auf der Straße, ich habe gesagt, oh Mann. Zwei Christen mit und gehen wir evangelisieren. Ich fange an zu evangelisieren, die Person. Und sie sind nebendran. Und der Unbekehrte schaut sie beide an. Sagt, das ist nichts. Die haben irgendwo, ich weiß nicht, was die haben. Aber bitte bleibt hier, ich gebe diese Person weg. Die wollte ihn verfolgen. Also, es ist nicht mehr Verfolgung von den Christen. Ich musste die Person wegnehmen von den Christen. Die waren zu gefährlich. Nein, das war ein Ding, wie sie. Wir sind geistlich. Sei normal. Geistlich zu sein ist normal zu sein. Und die Person hat sich bekehrt. Wie immer. Amen. Aber nicht durch Schokolabala, Sikalabajada, Yamaha, Kawasaki, Suzuki und was weiß ich alles. Oh. Ein Augenblick. Jetzt kommt es wieder. Und ein Schlüssel von der andere zu kennen und bekannt zu werden vom anderen, ist, sich selbst anzunehmen. Und man braucht die anderen, um sich selber zu kennen. Man sollte offen sein, ehrlich offen sein. Und Kommunikation. Kommunikation ist ganz wichtig. Wir haben die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Aber manchmal hat man nicht gelernt, sie richtig zu kommunizieren. Und deswegen ist es wichtig, zu lernen, zu kommunizieren mit den Leuten. Und ein Teil von Kommunikation ist Rede mit Worten, mit Symbolen, mit Augen, mit Gefühlen. Man kann persönlich kommunizieren, wenn man erzählt, was in uns ist, wie man sich fühlt und so weiter. Das ist eine Art Kommunikation. Und das gibt es eine andere Art zwischen beiden, was zwischen uns beide ist, ja, kann man auch kommunizieren. Und ganz wichtig bei der Kommunikation, ein wichtiger Teil ist zu hören, aber kein passives Hören, ein aktives Hören. Ja? Manchmal, ihr wisst ja wie sich, manchmal sprechen Leute mit uns und wir sind schon an der Antwort am Überlegen. Okay? Oder was werde ich jetzt sagen? Das ist keine passive Zuhörer oder ein richtiges Zuhören. Ein richtiges Zuhören,
Also wenn ich zum Beispiel Seelsorge mache mit Leuten, wie höre ich zu? Ich höre auf die Leute, ich höre ihre Gefühle, ich sehe ihre Haltung, ihre Körperhaltung, ich höre den Ton, wie rauskommt. Ich höre auch auf den Heiligen Geist gleichzeitig. Das ist ein gutes Zuhören, wenn ich auf die Person höre. Ich sehe, wie sie ist, wenn Tränen kommen, wenn Angst ist oder die Reaktion, ja, ist ein ganzes Zuhören und Beobachten, ganz genau. Und das ist ein aktives Zuhören und das ist eine gute Art zuzuhören und Unterscheidung zu haben. Was kommuniziert wirklich die Person mit, was sie sagt? Man versucht, der andere zu verstehen. Okay? Manchmal ist es ganz einfach zu sagen, du, ich verstehe dich. Sogar wenn man nicht einverstanden ist, aber ich verstehe dich. Das bringt schon ein bisschen, es bringt ein bisschen den Druck weg schon von der Kommunikation, wenn ein Konflikt ist. Manchmal ein Hindernis zu Verständnis ist, wenn man nicht richtig kommuniziert oder wenn man Vorurteile hat in seinem Herzen gegenüber der Person oder wenn man zu schnell richtet. Deswegen sagt die Bibel, richtet nicht so schnell. Hör, was der andere zu sagen hat. Zuerst kommt einer und er sagt etwas, ja, schlimm. Und dann kommt der andere und dann, Und das ist ganz wichtig in der Gemeinde, dass wir das lernen, richtig zu kommunizieren miteinander. Und das ist auch ein Ding, manchmal wie passiert in der Gemeinde, besonders wenn Gott am was machen ist, Leute wie verletzt sind oder so, fangen an, kritisch zu reden über andere. Wenn jemand mal kritisch über jemanden redet, macht einfach in der Gemeinde. Oder ihr könnt auch so machen. Wenn jemand kritisch redet, zum Beispiel über den Pastor, sagt, oh, das ist gut, dass du mal sagst, komm, wir gehen gleich zum Pastor, wir sagen es ihm. Tja, dann ist ein bisschen Furcht da. Ist nicht mehr so wie da, wo man einfach so redet. Ich sehe die Leute, es mangelt echt an Gottes Furcht. Aber wirklich, wie die Leute Männer Gottes kritisieren und alles, sie kennen sie gar nicht. Sie wissen gar nicht den Preis, wie sie bezahlt haben. Sie wissen gar nicht, wie Gott sie sieht. Sie sind einfach da und kritisieren dies und das. Ist wie im Fußball, wisst ihr? Deutschland hat verloren, Frankreich hat gewonnen. Und wie ist es da? Irgendwo bin ich froh, dass Deutschland verloren hat. Ich sage euch, warum. Weil sonst wären die Leute vielleicht nicht so oft in der Gemeinde. Wären sie vor dem Fußball. Aber ihr wisst ja, wie es ist im Fußball. Und ich bin viel in Deutschland, mehr als in Frankreich. Keiner ist Prophet in seinem Land. Und ihr wisst ja wirklich. Und ihr wisst ja, wie es ist im Fußball. Sitzen die Leute vor dem Fernseher mit ihrem Bier, ihrem dicken Bauch. Sagen, was, da schießt daneben, das darf doch nicht wahr sein, wie macht er denn? Und die können doch nicht spielen und das ist eine Flasche und da, opa, was ist denn das für einer und so weiter. Und manchmal in der Gemeinde ist das Gleiche. Die Leute sitzen, haben nie was gemacht für das Reich Gottes und kritisieren die, wie vorne sind und die, wie schwitzen und die, wie sich hingeben. Aber wir rennen nicht nach einem Ball, wir rennen nach einer Krone. Halleluja, eine unvergessliche, also wie für die Ewigkeit bleibt, ist ein anderer Rennen. Beziehung. Kommunikation ist auch nicht nur, was wir tun oder was wir sagen, aber auch, was der andere versteht oder was der andere empfindet. Deswegen sage ich oft den Leuten, wisst ihr, ich bin nicht verantwortlich für was ich verstehe, ich bin verantwortlich für was ich sage. Weil ich kann Sachen manchmal verstehen, weil manchmal hat man Filter durch Verletzung und so weiter und ich könnte etwas verstehen, wie ich gar nicht gesagt habe oder überhaupt nicht gemeint habe. Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, aber vor kurzem ist das passiert. Hat eine Person gesagt, ja, das und dies und das. Ich sage, was habe ich gar nicht gesagt? Vielleicht hast du Ablehnung in deinem Leben, dass du so reagierst, über was ich gesagt habe. Aber ich habe das überhaupt nicht so gemeint. Versteht ihr? Wir haben durch unsere Verletzung, durch unsere Vergangenheit, können wir Filter haben in uns, wie filtern und vielleicht nicht richtig verstehen, was der andere kommunizieren will. Deswegen ist es wichtig, manchmal zu sagen,
Du, Entschuldigung, habe ich dich richtig verstanden? Hast du das gesagt? Und was meinst du damit? Weil ein Wort für jemanden kann etwas anderes bedeuten als für jemanden anders. Deswegen ist es wichtig zu kommunizieren. In der Ehe gibt es drei Probleme. Die drei Hauptprobleme in der Ehe. Möchtest du wissen, was es ist? Nein? Ja, okay. Okay. Kommunikation, Sex und Geld. Drei häufigste Probleme in der Ehe. Kommunikation. Manchmal ist man nicht empfindlich. Manchmal versteht man die Sache schlecht. Das sind Hindernisse für ein Verständnis. Oder man hat kein Interesse in der Person. Oder man hat andere Erwartungen in der Beziehung. Manchmal haben die Leute eine Erwartung und die andere eine andere Erwartung. Und das kann auch Missverständnis mit sich bringen. Okay, jetzt werden wir... ist ganz viel. Ein ganz wichtiger Aspekt auch in Beziehung ist Vertrauen. Und Vertrauen hat zu tun mit Ehrlichkeit. Ist der ehrlich? Sagt er die Wahrheit? Ist er treu? Treue ist ganz wichtig. Ich habe Leute in meinem Team seit 15, 17 Jahren jetzt schon. Sind treue Leute. Ist interessant. Sind nicht die begabten Leute, aber sind treue Leute. Manchmal begabte Leute habe ich manchmal Probleme. Die meisten Probleme, die ich gehabt habe, ich sage es, wie es ist, ist mit den prophetischen Leuten. Die meisten. Und ich liebe die prophetischen. Ihr kennt mich, ich liebe das. Aber wo ich am meisten Probleme gehabt habe, ist mit den prophetischen Leuten. Gott hat mir gesagt. Aha, Gott hat dir gesagt, ich höre nicht Gott oder wie? Gott hat mir gesagt. Und dann ist es vorbei. Wenn Leute anfangen, Gott hat mir gesagt, dann kann ich sagen, okay, wenn dir Gott gesagt hat, ist das Gespräch zu Ende. Wer bin ich um etwas? Obwohl, dass es nicht Gott ist, sie glauben, dass Gott ist, normalerweise müsste sie sagen, so spricht mein Fleisch. Ja. Ich habe das gehabt vor kurzem. Jugendliche, Gott hat uns gesagt, Thierry, wir sollen nicht mehr mit dir arbeiten. Und deswegen, und deswegen, und deswegen. Ich sage, okay. Habe ich zugehört und so weiter. Und ich habe Sachen gesehen im Geist, während sie mit mir reden. Und ich habe den Stolz gesehen. Ei, deswegen in der Gemeinde, gib nicht zu früh einen Dienst in jemanden. Und setz ihn nicht zu früh in Verantwortung. Besonders nicht, ja, du bist jetzt Pastor. Lass ihn funktionieren als Pastor eine Zeit lang. Und dann bestätigt das. Seid weise, weil zu früh verliert Verantwortung, bringt Oberflächlichkeit. Ich wiederhole das. Zu früh verliehene Verantwortung bringt Oberflächlichkeit mit sich. Testet die Leute. Gott testet uns. Er gibt uns nicht so Autorität, also wie ich habe, aber in einem gewissen Maß. Aber Gott testet uns auch. Er gibt uns, er tut uns nicht so Leute anvertrauen, weil das sind seine Kinder. Und deswegen, Gott ist weise, er testet uns und wir gehen durch verschiedene Tests. Ich weiß, ich habe mit kurzem vor jemandem gesprochen, ein Freund von mir, hat gesagt, oh, Leute haben über mich schlecht geredet, dann war ich vor, oder hat mich angerufen, Thierry, ich habe, die haben mich eingeladen, ganze Bewegung, die hohe Päpste oder was weiß ich, Bischof oder was das ist. Ganz hohe Leute von der ganzen Demonstration, ja, sie haben mich eingeladen, Thierry, bete für mich, was kann ich mir für Ratschläge geben und so weiter. Habe ich gesagt, ganz einfach, ja, weil sie sage, das und das über einen von meinen Mitarbeitern, das stimmt nicht. Habe ich gesagt, okay, was kann ich mir geben für Ratschläge? Er sagt, erstens, du gehst hin, setz dich hin und setz dich ganz cool hin. Und du sagst, das trifft mich nicht, ja. Ist ein Prozess, ein Prinzip zu lernen, weil wenn man sich reinsteigt, Emotionen und so weiter, kann man, Und ich kenne meinen Freund, er ist schlimmer wie ich noch. Er ist Araber. Er ist schlimmer wie ich. Der dreht sich und ist Rakete. Ja, wirklich, ist Araber, heißes Blut.
Und er kommt auch so wie ich von der Straße, aber ist ein super Typ, der bringt ganz viel Muslim zu Jesus, alles Mögliche. Er ist Kopfwelt auf ihn, alles Mögliche. Und er sagt, ah, Thierry, was kann ich machen? Aber ich sage, setz dich hin und du stehst ganz bequem und denkst, du, die tun Jesus eingreifen, nicht ich. Ja? Und du betest innerlich, du hast dich vorher im Gebet vorbereitet, dass du in Frieden bist und so weiter. Und habe ihm mehrere Tipps gegeben. Und dann hat er gesagt, ah, das war echt. Und dann nachher hat er gesagt, ja, Thierry, alles war gut, alles ist gut gegangen. Aber das ist auch, warum erzähle ich das jetzt? Der Test. Und dann haben ihm gesagt, nachher haben gesagt, das war ein Test. Und es ist interessant, weil einer meiner Mitarbeiter hat ein Wort gehabt für ihn, hat gesagt, Gott wird ihn erhöhen in der Politik und in den Medien. Der kennt alle, ganz viel Kontakt mit Politikern, ich weiß nicht, also das ist Gott. Ganz viel Kontakt mit Schauspielern und alles Mögliche. Sogar hat er als Schauspieler seine Frau getauft und alles Mögliche. Also ist echt ein super Typ. Ganz locker und super. Und habe ich gesagt, weißt, das war der Test, wo dich Gott erhöhen kann. Gott testet uns. Gott hat Abraham getestet mit seinem Sohn. Bist du bereit, alles auf dein Altar zu lassen für mich, an Liebe zu mich? Das war seine Zukunft, das war seine Verheißung, das war alles, was er auf der Altar bringen sollte. Gott testet uns. Machen wir das für uns? Machen wir das? Was sind unsere Motivationen? Warum sind wir in der Gemeinde? Warum dienen wir in der Gemeinde? Warum machen wir das? Was ist unsere Motivation? Dass der Pastor zufrieden ist? Dass ich Diakon bin dann? Oder dass ich eine Stellung kriege? Oder dass ich vielleicht Anerkennung habe im Leib Christi? Oder Finanzen? Es kann so viele und falsche Motivationen sein, wie, wo uns manchmal gar nicht bewusst sind. Und deswegen testet uns Gott. Und Gott testet uns nicht, um uns zu Fall zu bringen. Gott testet uns, dass wir selber erkennen, wo wir sind. Weil Petrus, kennt ihr den Petrus? Hein? Herr, ich werde dich nie verleugnen. Ja, jetzt kommt der Test. Und Jesus sagt ihm, Tod, du wirst mich dreimal verleugnen. Ich bin sicher, Petrus war ehrlich und hat gedacht, ja, da Jesus, da spinnst du. Ich werde dich nicht verleugnen. Ich liebe dich zu sehr. Und was ist passiert? Der Test zeigt, was wirklich ist. Und er hat eine Buße getan und dann war er nicht mehr derselbe Petrus. Und Gott testet uns, ganz normal. Und da gibt es verschiedene Tests, vielleicht werde ich irgendwann mal darüber sprechen, die verschiedenen Tests, wo wir durchgehen müssen. In der Wirtschaft werden die Sachen getestet. Glaubt Gott testet nicht, vor dass er den Stempel drauf macht? Gott testet uns auch. Josef war getestet, vor dass er regieren könnte, der hohe Stellung gehabt hat. Getestet mit der Frau, und zwar bestimmt eine hübsche Frau. Vom Pharao, der hat nicht eine hässliche genommen. Der hat bestimmt Claudia Schiffer oder sowas genommen. Diese Art, bestimmt eine deutsche Frau. Er hat bestimmt eine schöne Frau genommen, oder? Also ich habe auch eine deutsche Frau genommen, eine Schwäbin. Ja, die sind sparsam. Und bestimmt war das eine hübsche Frau. Und die ist gekommen, ständig. Test, wie hat er reagiert? Renn. Test, wie reagiert er mit seinen Brüdern? Test im Gefängnis. Er benutzt die Gabe, um rauszukommen. Sagt Gott, aha, du benutzt die Gabe, um rauszukommen. Du bist noch nicht geformt. Du versuchst selber, von dieser Schule, Bibelschule Gottes rauszukommen. 2 Jahre länger. Ah! Und dann, auf einen Tag auf den anderen, hat ihn Gott rausgeholt. Aber die Bibel sagt, in dem alle war, hat er trotzdem Wohlstand gehabt. In dem alle hat er Wohlstand gehabt. Aber er war trotzdem in die Schule Gottes. Er ist durch verschiedene Tests gegangen. Der Test der Einsamkeit, wo du allein bist. Der Test, wo Brüder und Schwestern dich verlassen werden. Wo die Leute über dich schlecht reden, obwohl dass du unschuldig bist. Das sind alles Tests, wo wir durchgehen müssen. Wie reagieren wir auf diese Tests? Das war der Unterschied zwischen einem wahren Mann Gottes und zwischen bla 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 bla. Da gibt es viele bla bla bla. Aber wenn ein Test ist, kommt der alte
der Alte wieder raus. Treue. Treue ist eine Beständigkeit. Ja? Ist, wisst ihr, manche Leute sagen, ah, da ist ein Mann Gottes, total stark, hast gesehen, die Wunder, die Zeichen, alles Mögliche. Ich habe praktisch alle Wunder erlebt. Blinde gesehen, alles Mögliche. Leute von der Rollstuhl aufgestanden, alles. Alles gesehen, alles erlebt. Tote bin ich nicht ganz sicher. Einmal Frau ist mal umgefallen. Eine ältere Frau in einer 500 Alpha Veranstaltung. Die Zähne sind rausgefallen, wirklich. Ja, der Gebiss ist weggegangen. Und die Frau war ganz weiß. Ich weiß nicht, ob sie tot war oder nicht. Aber ich habe gebetet und sie ist wieder. Also okay. Aber was ich sagen will damit, oft oberflächliche Leute folgen die Wunder nach. Aber sie sollen Jesus nachfolgen. Und Jesus sehen in einer Person. Ich habe nichts gegen Wunder. Ich liebe das. Ich bin ein Charismatiker. Jeder Christ ist ein Charismatiker sowieso, weil jeder Christ hat Jesus. Und Jesus ist ein Charismatiker. So einfach ist das. Und dann, was wichtig ist, was ich gemerkt habe, ist die Liebe, wie vom Kreuz kommt. Das ist das Wichtigste. Wie ist der Charakter von der Person? Wo sieht man das Kreuz in der Person? Wo sieht man den Zerbruch in dieser Person? Das ist maßgebend. Wie viel hat die Person das Kreuz getragen? Und das ist ein Ältester. Die Bibel spricht von Ältester. Was ist ein Ältester? Ist nicht jemand, der wie alt ist. Ein Ältester ist jemand, der wie Erfahrung hat, ein Leben mit Gott auf längere Zeit. Und die Leute ehren ihn, die Leute haben Respekt gegenüber ihm. Nicht, weil er einen Titel hat, weil er ein gutes Zehntel gibt in der Gemeinde. Und dann kriegt er einen Titel, weil wir ja nicht verlieren, diese Person. Nein, nein, ist eine Person, wo die Gegenwart Gottes sichtbar ist, wo Jesus in ihm sichtbar ist, weil er hat einen Weg mit Gott gelebt. Das ist ein Ältester. Und das ist ein Beispiel auch. Kann gut seine Familie halten und so weiter und so weiter. Das sind die Kriterien von der Bibel. Und da müssen wir zurück. Wirklich, müssen wir zurück. Ich kenne Leute, die eingesetzt worden sind als Älteste, nur weil sie einen dicken Lohn hatten und ein Zehntel in die Gemeinde geben. Ehrlich, ich kann nicht sagen, ich habe das wirklich erlebt in der Gemeinde. Kann ich nur den Kopf schütteln. Aber okay, ist Gottes Sache. Die Leute müssen sehen, dass sie uns vertrauen können und dass Hingabe ist, Treue, Ausharren, Ermutigung gegenseitig. Das ist wichtig in der Gemeinde, dass ihr euch ermutigt. Die Bibel sagt, wenn ihr euch trifft, dass jeder was hat. Und ich spreche nicht vom Kuchen. Dass jeder was hat. Was bedeutet das? Jeder von uns, wisst ihr, ich war frisch bekehrt, ich habe die Sache nicht gekannt. Aber ich habe eine Beziehung mit Jesus gehabt. Und habe gesagt, okay, Gott, was hast du für die Gemeinde? Am Morgen habe ich gebetet, habe Gott gesucht. Und manchmal hat mir Gott gezeigt, ah, geh zu dieser Person, die ist entmutigt. Sag ihr das und das oder zählt. Das ist ein normales christliches Leben. Und so sollte es sein unter uns, dass jeder, wenn ihr euch trifft, dass jeder was hat. Was hast du gehabt heute Morgen für deinen Bruder oder für deine Schwester? Ich bin nicht gekommen, um was zu geben. Ich bin gekommen, um zu empfangen. Konsummentalität. Und man muss auch empfangen können. Es ist nicht schlecht, weil du kannst nur geben, wenn du... Ne? Und manchmal muss man empfangen, aber manchmal muss man geben. Aber wenn man immer diese Mentalität hat, und das ist manchmal das Problem, und das wird Gott ändern in der Gemeinde. Weil er baut seine Gemeinde und er wird nochmal alles erschüttern, was erschüttert zu ist. Und nur was bestehen wird, was Gott gebaut hat, wenn wir der Herr das Haus nicht baut, der wie baut, baut umsonst. Und Gott wird nochmal die Gemeinde erschüttern, weltweit. Und was nicht von ihm ist, wird nicht bestehen können. Er baut seine Gemeinde, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er baut seine Gemeinde, seine Braut ohne Flecke und ohne Runzen. Und deswegen kommt eine Reformation. Vor dass Erweckung kommt, kommt eine Reformation. Von der Denke, von unseren Herzen, eine tiefe Reformation von unseren Herzen, dass wir die Gemeinde anfangen zu sehen, wie er sie sieht. Und ich kann euch sagen, die Gemeinde, wie er sieht, ist nicht, wie sie ist momentan und wie wir sie sehen. Die Gemeinde ist ein Leib, ist ein unsichtbarer Leib, ist nicht ein Ort, wo man hingeht. Die Gemeinde bist du und ich. Wenn man sagt, wir gehen in die Gemeinde, nein, man ist Gemeinde.
Okay? Und die Gemeinde ist ein Ort, wo man das Leben Jesus teilt. Ist ein Ort, wo man eine Herz-zu-Herz-Beziehung hat. Ist ein Ort, wo man die Bedürfnisse kennt von einem anderen. Der hat jetzt nichts zu essen. Vielleicht sagt er es nicht, der hat vielleicht Schulden. Und ich kann ihm vielleicht helfen. Aber wenn er faul ist, sag ich ihm auch, geh arbeiten, du Faule. Versteht ihr? Das ist Gemeinde. Wo wirklich ein Herz-zu-Herz-Beziehung sind, wo wir durchsichtig sind, nicht wo wir unsere Sonntagmorgen-Lächeln aufsetzen. Halleluja, praise the Lord, Gott ist gut. Geht's, mein Bruder? Ja, mir geht's gut. Du Lügner, du. Ich kann mich erinnern. Ich bin in meine Gemeinde gegangen und ich bin, wie ich bin. Ich habe meine Fehler, alles Mögliche. Aber ich zeige mich, wie ich bin. In die Gemeinde gegangen, habe gerade Streit gehabt mit meiner Frau im Auto. Ja, sie ist schuld sowieso. Okay. Habe ich Streit gehabt mit meiner Frau im Auto und komme in die Gemeinde. Und ich muss predigen. Da bin ich nach vorne gegangen. Ich habe gesagt, so, ich muss euch sagen, ich habe mich gerade gestritten mit meiner Frau im Auto. Schatz, vergib mir. Gott, danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich reinigst für dein Blut. So, jetzt kann ich predigen. So einfach ist das. Versteht ihr, es ist so. Glaub einfach an die Kraft des Blutes Jesus. Das Blut hat Kraft, dich zu reinigen. Amen. Soll nicht in Verdammnis bleiben. Und da habe ich einfach gepredigt. Ist nicht meine Gerechtigkeit, ist seine Gerechtigkeit. Amen. Ich muss nicht eine Stunde beten. Oh Gott, vergib mir. Ja, am Anfang war ich anders. Ich sage, Gott, was hast du mir für eine Frau gegeben? Die ist voll mit Problemen. Wirklich? Wirklich? Und wisst ihr, was mir Gott gesagt hat? Und da ist das Problem. Gott hat immer recht. Und Gott hat mir gesagt, das Problem bist du. Ich? Oh, okay, Gott, verändere mich. Ich habe gedacht, ich war ja schon Prediger, wenn ich geheiratet habe. Ich war ein bisschen stolz, also ein bisschen viel. Habe gedacht, okay, ich bin ja der Prediger und ich kann froh sein, dass ich mich schatz. So ein schöner Mann. Nein, so schön kann doch kein Mann sein. Das ist doch verrückt. Tja, ich hoffe, Sie sieht nicht das Video. Ei. Gott ist gut. Okay, bleiben wir dazu mit 10 Minuten. Respekt ist ganz wichtig. Wir zeigen Respekt, dass man andere akzeptiert, erkennt, dass diese Person einzeln ist, ein Unikat ist von Gott, speziell ist und ein individuell ist. Das ist Erkennen. Ne? Und die Person schätzen und hervorbringen, was wertvoll ist, Christus in sie. Bewundern manchmal auch, wow, ich bewundere das und das bei dir, das ist super, aber das braucht man Demut. Weil der Stolze sieht nicht das Gute bei der anderen, er sieht das Schlechte. Und er sieht nur das Gute bei ihm oder er glaubt das. Ja? Ihr habt ja das Beispiel gehabt von dem Typ, der Thierry Kopp da vorhin. Dann gibt es auch manchmal Probleme, dass kein Respekt da ist. Respekt ist manchmal wegen Egoismus da, nicht da. Oder Selbstmitleid. Okay, jetzt werden wir über Konflikt sprechen. Beziehung ist nicht immer einfach, aber das wisst ihr ja schon. Ihr lebt ja auch wie ich in dieser Welt und mit anderen Menschen, die nicht perfekt sind wie ich. Das ist ja das Problem. Und Konflikte sind da in wahren Beziehungen. Und manchmal sind unsere Wünsche, unsere Sicht, unsere Prinzipien oder Sünde oder Kontrolle oder egoistische Ambitionen da oder schlechte Motivation oder ein Mangel an Kommunikation oder manchmal tut man der andere Richter oder denkt, er ist so oder so und er ist überhaupt nicht so. Und das kann manchmal zu Konflikten bringen. Und es ist interessant, die Bibel spricht ganz klar von Konflikten.
Die Bibel spricht davon, von ganz klar von Konflikt. Ich liebe die Bibel, warum? Sie ist lebensnah, sie ist praktisch für den Alltag, sie ist praktisch für unser Leben. Gott ist nicht irgendwo alles in rosa angehüllt und Christen ist alles wunderbar und es gibt keine Probleme. Ich war ganz enttäuscht, weil ich war naiv, wenn ich mich bekehrt habe. Ich dachte, alle Christen sind wunderbar und alles. Ich habe Geld ausgeliehen, alles Mögliche. Die Leute haben mich gerade veräppelt. Dann habe ich gedacht, hä? Das sind Christen. Ich habe gedacht, alle sind, hab ich Christ, ist alles wunderbar. Ja, es war eine Enttäuschung. Aber es war gut, weil es war das Ende von der Täuschung. Du hast mich einmal veräppelt, aber nicht zweimal. Geld ausgeliehen, hä? Ich kenne das. So ein Prediger sogar. Ich kenne sogar den Prediger. Ja? Aber ich sage nicht den Namen. Wir haben ihn begraben. Nein. Das war einer. Er ist durch die Gemeinde gegangen und Geld abgezockt bei den Leuten. Prediger. Und ich dachte, ich war frisch Christ. Ich dachte, das ist ein Prediger. Also, ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt, aber nicht so viel. 3, 4 Jahre, glaube ich, war Christ. Und dann, oh, das ist ein Prediger, das ist ja ehrlich und alles. Ja, kannst du Geld ausleihen? Ja, ich habe Geld ausgeliehen. Ah, ist jetzt über 20 Jahre. Ich habe das Geld noch nicht gesehen. Aber okay, ich habe gesagt, Gott, ist dein Geld. Ich habe es mit gutem Herzen gemacht, du siehst, ich habe Fehler gemacht. Vergib mir, dass ich dein Geld schlecht verwalten habe. Segne ihn und fertig. Und für mich ist die Sache erledigt. Okay. Manchmal, wenn man Konflikte hat, Konflikte können positiv sein, wenn man richtig handelt, wenn man die Konflikte richtig handelt. Und wir sind ja mit Menschen, wie gesagt, es menschelt, also gibt es Konflikte. Und da gibt es verschiedene Art, wie wir reagieren auf Konflikten. Man kann sie vermeiden oder sagen, das Problem ist nicht da oder die Person nicht mehr sehen. Ne? Ja, ich will diese Person nicht mehr sehen. Ich gehe jetzt in eine andere Gemeinde zum Beispiel, wenn ich Konflikt habe in der Gemeinde. Das ist eine Möglichkeit. Oder die Schuld auf sich zu nehmen und sage, ja, alles ist meine Schuld und fertig. Das ist nicht, auch nicht richtig. Oder einen Kompromiss finden. Oder man kann auch manipulieren. Leute manipulieren, manipulieren mit Tränen, mit Reden, mit alles Mögliche. Es gibt so viele Arten, wie die Leute manipulieren mit emotionalen Manipulationen. Oh, du bist nicht lieb, du bist doch Christ und wie sprichst du mit mir und du bist doch ein Pastor und hör auf, du musst mich nicht veräppeln. Ja, und so gibt so viele Arten von Manipulation. Ich gebe dich mir mein Zehntel, ich habe doch nie verlangt. Was ist, versteht ihr, wie Leute versuchen, es gibt so viele Sachen, ist echt verrückt, aber es gibt es wirklich. Oder ständig darüber denken und wieder mit der Person sprechen und den Fehler zu suchen oder den Wunsch haben zu gewinnen. Manchmal kann man ein Gespräch gewinnen, aber einen Freund verlieren. Manchmal verlieren ist gewinnen, besonders in christlichen Bereichen. Und das ist auch das Kreuz. Ne? Das Ego muss gekreuzigt werden in Beziehungen. Und das ist, wo das. Also, ich habe gemerkt, mein Ego ist am schnellsten gekreuzigt worden bei der Ehe. Wirklich? Ehe ist ein Multiplikator. Von der guten Sache, aber auch von der schlechten Sache. Du erkennst dein Ego. Ich will doch Recht haben und ich habe doch Recht. Ich kann mich erinnern, ich habe Streit gehabt mit meiner Frau. Und im Büro habe ich ein Bett. Da habe ich gesagt, ich schlafe im Büro. Ich bin unten ins Büro gegangen, war in mein Bett. Und Gott hat gesagt, geh zu deiner Frau und bitte um Entschuldigung. Ich habe gesagt, nein. Ich habe schlecht geschlafen die Nacht, ich kann es euch sagen. Ich habe nicht gut geschlafen. Ist schon was, die Stimme Gottes zu hören. Ne? Manchmal möchten sie nicht hören. Alle wollen die Stimme Gottes hören. Ja, ja, aber wenn du sowas sagst, bin ich im Bett da gemütlich. Und denke, ah, der Frau, dies und zell. Und auf einmal sprich Gott, ohne Klopfen, ohne nichts. Also einfach so. Geh zu deiner Frau und bitte um Entschuldigung. Herr Gott, ich bin doch nicht schuld. Geh zu deiner Frau und bitte um Entschuldigung. Okay, habe ich gewusst, mit Gott kann man nicht diskutieren, es bringt nichts. Er hat immer recht, aber er hat wirklich immer recht. Das war eine große Offenbarung, die ich gekriegt habe. Gott hat immer recht. Oder sich zu rechtfertigen und sage, ja, das sind die Umstände, es ist schon vom Pastor, so wie Adam.
Ne? Gott kommt zu Adam. Adam, wo bist du? Ich bin da. Ah. Was ist passiert? Wieso hast du dich versteckt? Ja, ich hatte Angst. Ja, wieso? Warum? Ja, die Frau, wie du mir gegeben hast. Also, die Frau ist schuld und Gott ist schuld. Ja? Wir Männer kennen das. Ja? Ja, die Frau ist schuld und Gott ist schuld. Aber ich nicht. Versteht ihr? Das ist auch eine Art, wie es nicht geht in Beziehungen. Beziehungen muss man sagen, okay. Weil ich spreche manchmal mit Leuten, besonders Leute wie sich. Ich habe jetzt einen Freund, der Pastor hat sich scheiden lassen. Die Frau ist abgehauen und so weiter. Und ja, wir haben viel Gespräche und tiefe Gespräche. Richtige Freundegespräche von Herz zu Herz. Sage ich, okay, die Frau ist gegangen. Jetzt, es ist so, sie hat sich scheiden lassen. Du kannst nichts ändern. Aber jetzt ist vielleicht Zeit, dass du Gedanken machst, was du vielleicht auch falsch gemacht hast. Weil alles dient zum Besten für die, die Gott lieben. Sogar das kann man benutzen, diese, weil es ist schmerzhaft, es ist sehr schwer, eine Scheidung. Ist sehr schwer, weil eine Ehe, wenn man verheiratet ist, ist nicht ein Zusammenkommen, ist ein Zusammenschmelzen. Die zwei werden eins. Und ist wie wenn man einen Teil von der Person ausreißt. Ist ganz schlimm und noch mit Kindern und so weiter. Und er ist ein aufrichtiger Mann. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt musst du Gott fragen, wo du Fehler gemacht hast und dass Gott dich heilt. Und schauen, eine Checkliste mache jetzt. Was ist los, Gott? Wo habe ich Fehler gemacht? Weil wenn du vielleicht wieder mal heiraten willst oder Gott wieder dir eine Frau gibt, weil es ist gegangen, Ehebruch, alles ist ja nicht schuld. Und da musst du dir Gedanken machen. Aber nicht nur auf sie schauen, ja, dies, zell, jens, jens. Weil oft in der Ehe hat jeder ein Teil Schuld. Jeder. Nein? Jeder. Und deswegen, wenn es nur 2% sind und der andere hat 98% Schuld, schaut jeder für sich, damit wir verändert werden in seinem Bild. In Konflikten. Manipulation hat man gesehen oder sagt, ja, ich bin so. Ah, ich habe Spaß gemacht, es war nicht ernst und so weiter. Das sind alles Verteidigungsmethoden in Konflikten. Aber wie möchte Gott, dass wir in Konflikten reagieren? Das wäre eine ganz lange Liste mit viel Bibelstelle. Erstens, erkennen, dass Unterschiede oft oder Konflikte manchmal entstehen, weil wir schlechte Wünsche oder Motivation haben, wie auf uns selber bezogen sind, egoistisch. Wir sind egoistisch und manchmal stolz, ich habe Recht, ich lass mir nichts sagen. Ein anderer Teil, wie ganz wichtig ist, was Gott möchte, dass wir immer ermutigen, gütig sind und Vergebung haben als ein Lebensstil in Beziehung. Ich gehe schneller. Und auch, was ganz wichtig ist, Selbstbeherrschung zu haben und Weisheit. Selbstbeherrschung und Weisheit. So möchte Gott, dass wir Konflikte lösen. Dass wir im Geist bleiben, sogar wenn der andere nicht im Geist ist, dass man im Friede bleibt. Ja, ist ganz wichtig. Dann ein anderer Teil ist immer Friede zu suchen und Harmonie zu suchen. Und Unterscheidung zu nutzen und göttliche Weisheit zu nutzen, auch um Konflikte zu meiden. Weil manchmal ist es gut, Konflikte zu meiden. Ich sehe manchmal Sachen bei Leuten, zum Beispiel in meinem Team oder so, ich sehe Probleme, wie da sind oder irgendwas, wie Gott arbeiten möchte, aber ich sage nichts. Ich sage nichts, ich bete. Ich bete für die Person, segne sie. Und dann manchmal verändert sich oder manchmal sagt man Gott, okay, jetzt bist du bereit hinzugehen. Jetzt bist du bereit, zu der Person zu reden. Weil Gott hat sie vorbereitet, aber hat uns auch uns vorbereitet. Ich war gestern in der Bibelschule und habe darüber gelehrt, dass ein Prophet da war. Und er hat immer ein Problem gehabt, einen Konflikt mit einem Ältesten in der Gemeinde. Der hat ihn ständig kritisiert und so weiter. Und einmal ist der Prophet im Gebet und Gott zeigt ihm Sünde bei dem Ältesten. Er sagt, hey, cool, jetzt. Geht er in sein Auto, fährt los. Und Gott sagt ihm, wenn du hingehst, ist es vorbei mit deinem Dienst. Fahr zurück. Ist er zurückgefahren, hat gesagt, okay Gott, was soll ich jetzt machen? Gott hat gesagt, bete für ihn. Dann hat er für ihn gebetet, 3 Monate lang. Und dann hat Gott gesagt, jetzt geh hin. Und dann ist er hingegangen zu dem Ältesten, hat geklingelt an der Tür. Der Älteste hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, was willst du? Er hat gesagt, ja, ich möchte mit dir sprechen, ich habe ein Wort für dich. Kann ich reinkommen? Er hat gesagt, okay, komm rein. Ist reingekommen, hat sich hingesessen.
Der Prophet hat angefangen zu weinen. Er hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, in deinem Leben ist das und das. Der Mann hat selber angefangen zu weinen, hat gesagt, seit 3 Monaten bete ich, dass Gott jemanden schickt, um mir zu helfen. Boah. Seht ihr? Liebe ist ganz wichtig in Beziehungen. Liebe. Dann, was ganz nur auch wichtig ist, unsere Haltung ist, der Herr zu suchen, seine Richtung zu suchen, seinen Wille zu suchen, seine Gerechtigkeit zu suchen, seine Ziele zu suchen, der andere zu vergeben und ihn gehen lassen. Ich habe jetzt eine Situation gehabt mit Jugendlichen, wie ich euch vorhin gesagt habe, auf einmal puff, puff, fertig. Er sagt, okay Gott, was soll ich machen? Was soll ich sagen? Soll ich was sagen? Soll ich anrufen? Soll ich was machen? Gott hat mir gesagt, das war echt eine Offenbarung für mich. Hat mir die Bibelstelle gegeben vom Vater und vom verlorenen Sohn. Und dann hat mir Gott gesagt, siehst du, hast ihm ein geistliches Erbe gegeben. So wie in der Bibel, er hat ein Erbe gegeben. Er hat gesagt, siehst du, hast ein geistliches Erbe gegeben. Jetzt, was hat der Vater gemacht? Er hat nichts gemacht. Still, er hat gewartet, dass die kommen oder nicht kommen. Ja, die Leute sind frei. Er hat gesagt, hab dieselbe Haltung, lass los, lass gehen. Die Leute werden Konsequenzen haben, wie jeder von uns, von unserer Entscheidung. Ja? Wir sind frei von unserer Entscheidung, aber nicht frei von den Konsequenzen von unseren Entscheidungen. Okay, gehen wir weiter. Weisheitsfrage. Versuche, den Standpunkt zu sehen vom anderen und die besten Wünsche für ihn. Und ihm auch segnen, beten für den anderen, ihn segnen. Ja, so löst man Konflikte mit Gott. Oder so tut man sich verhalten, wenn Konflikte sind. Weisheitsfrage, Unterscheidungsfrage, dass man die Probleme nach Gottes Art handeln kann. Demut zu sein. So schnell wie möglich das Problem lösen. Manchmal nicht warten. Ich habe manchmal gewartet in Gruppe oder Leiter, wie ich gehabt habe. Ich habe die Probleme gesehen und manchmal habe ich gewartet. Habe gedacht, oh, soll ich nicht. Und das war ein Fehler. Manchmal hätte ich sofort sehe reingehen, aber manchmal nicht. Ja, was, wie geht's dann? Alles in Abhängigkeit mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Prozess zu lernen. Aber oft sagt man, ja, ich mache das für später. Und manchmal wird es schlimmer. Versucht immer, dieses Problem privat zu lösen. Und wenn es nicht möglich ist, manchmal Leute, Brüder, Schwestern, Pastoren, Älteste, Leute zu rufen und sagen, du, wir haben Probleme miteinander, bitte hilf uns, wir kommen selber nicht zurecht. Das ist auch Demut. Und ich bin gleich fertig. Seid geduldig. Seid demütig, seid in der Liebe, sei in Integrität. Nicht, ich werde es ihm jetzt sagen, ich werde es ihm jetzt ein... Lass uns mal wissen, wie er wirklich ist, dieser Typ. Und wie er mich verletzt hat und so weiter und so weiter. Und dann versucht wieder Versöhnung zu haben. Versucht wieder die Beziehung aufzubauen. Und wenn es nicht klappt, gib das in die Hand Gottes. Schaut auf Jesus und geht einfach weiter. Wir müssen realistisch sein, wir müssen ein bußfertiges Herz haben und versuchen immer das Gute für den anderen. Amen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Beziehung, ich bin ein bisschen schnell gegangen und ein bisschen in verschiedene Richtungen, aber ich glaube, es waren ein paar Ansatzpunkte, wie man nehmen kann und praktisch umsetzen kann im Leben. Und jetzt ist es wichtig, wenn das kommt oder wenn Probleme sind, dass ihr danach handelt. Weil es ist gut, Hörer zu sein vom Wort, aber es ist besser, Täter zu sein vom Wort. Amen. Ich danke dir, Vater, für die Gemeinde. Ich danke dir für dein Wort. Ich siegel dieses Wort in den Herzen von jeder Einzelnen. Ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir für deinen Segen über jede Einzelne. Ich danke dir, Vater, dass dein Wille geschieht für diese Gemeinde in Jesu Namen. Dass der Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden, Vater. Und danke dein Segen für jede Einzelne und einen guten Sonntag für jeder. Danke. Amen.